Wir spielen für euch Sion. Dann machst du dir für zu Hause ein paar? Ja, ist ja ganz klar. Ist ja logisch. Ganz einfach. Ganz einfach. Das hier ist jetzt der ganz einfache Oslo-Stich. Und dann zieht man hier hinten die Masche bei, damit es ein schönes, festes Maschenbild gibt. Okay. Und das ist der Anfang von der anderen Socke. Ach, das ist eine Socke? Das wird eine Socke, genau. Die fängt man beim Nadelbinden immer an der Spitze an. Mhm. Okay, und jetzt? Jetzt haben wir da eine... Eine Masche gehört. Eine Masche, ja. Genau. Also da rein, da durch und da zurück. Und den nach hinten. Da ist eine Rille, bleibt übrig. Nee. Und dann ist die, die vorne war, ist nach hinten gerutscht. Und hier habe ich ja eine neue gemacht. Ich habe nämlich im Saarland gewartet und wir wollten uns eigentlich noch eben. Normalerweise schiebe ich die direkt mit nach hinten. Dann brauche ich die nicht nach hinten mit der Hand zu schieben. Dann lässt die schon direkt weg. Das ist sowas, das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Aber ich war leicht kaputt. Genau, und dann zwischendurch einfach nochmal hier. Hähnchen mit Apfel, Zwiebeln, Rotwein und die Farbe kommt vom Holunderbeersaft. Ah ja. Und da vorne in dem Topf vor Ihnen, da sind die dementsprechenden passenden Nudeln dazu. Ach nee. Auch Vollkorn, wie das aussieht. Genau. Vollkornmehl, Eier, bisschen Wasser und dann immer vom Teigklumpen die Nudeln abzupfen, deswegen sehen die auch so anders aus. Und Gewürze? Gewürze, Pfeffer, Salz. Mhm. Weil beides ja im Mittelalter, ja gut, Mittelalter hat ja weniger gewürzt. Gerade Salz und Pfeffer waren ja. Richtig, mit okay. Salz hat man zum Beispiel aber gepökelt. Und ja. Es kommt drauf an, wann im Mittelalter. Ja, vom Nahrungsmittelangebot zum Beispiel gehen sie 100 Jahre weiter nach vorn oder nach hinten. Und das Angebot hat sich direkt verdoppelt. Genau.